ARD. Wir stehen vor einer kleinen Herausforderung. Wir machen etwas, das man, glaube ich, noch nie in einem Podcast gemacht hat. Ja, oder? Wir zeigen Comics. Also, Känguru und Kleinkünstler sitzen unter einem schattigen Baum und gucken ein wenig verträumt nachdenklich. Weißt du, was das Problem am Internet ist? Nächstes Bild, eine Nahaufnahme vom Känguru. Zu viele Links führen nach rechts. Schreiben und Schreddern. Ein Podcast mit Marc-Uwe Kling und Gästen. Hey, ihr. Der famose Ralf Rute ist zu Gast. Ohne seine Witzbilder und Videos wäre das Internet eine furchtbar dröge Angelegenheit. Diese Folge ist halb Gespräch, halb Comics gucken. Ach, keine Angst. Wir beschreiben die Bilder. Oder ihr guckt euch diese Folge auf YouTube an, da gibt's dann auch was zu sehen. Auch bei Spotify gibt's diese Folge als Videopodcast. Übrigens, immer wenn ihr dieses Geräusch hört, dann wechselt das Bild. Gemeinsam mit Ralf kläre ich die Frage, wie schreibt man eigentlich Comics und Cartoons? Und natürlich tun wir das vor Publikum. Los geht's. Ja, wir stehen vor einer kleinen Herausforderung. Wir machen etwas, das man, glaube ich, noch nie in einem Podcast gemacht hat. Ja, oder? Wir zeigen Comics. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir machen, wie im Deutschunterricht, Bildbeschreibung. Ihr live seht es, wir werden es aber beschreiben für die Leute, die nur zuhören. Und damit es interessant ist, beschreibe ich deine Comics und Cartoons und du meine. Ja? Das wird so super. Das wird super. Oder auch nicht. Und wir fangen direkt mal an, ja. Ein alter Comic von dir. Man sieht ein Auto, es fährt in einen Drive-In. Ja, das Auto ist blau. Man sieht schon die Gegensprechanlage, sie ist rot, das ist irrelevant. Die Danke, Farben. Dass du es trotzdem erwähnst. Ja, du hast dir ja Mühe gegeben, also machst du es ja auch nicht umsonst da rein. Also ja, viel Rot ist. Warum hast du ein blaues Auto gewählt? Ja. Ich wollte, das ist schön, dass du mich das fragst, weil das ist eine künstlerische Entscheidung gewesen, einen Kontrast zu dem blauen Auto setzen und ich habe einfach deswegen gedacht, die rote Gegensprechanlage. Rot, genau. Ja, klar, geil. Okay, wir sehen der Mann, der seinen Kopf aus dem Fenster streckt, die Gegensprechanlage sagt... Willkommen bei Burger Mac, Ihre Bestellung bitte. Ja, ich hätte gern zwei Cheeseburger, eine kleine Pommes-Mayo. Perspektivwechsel aber selbe. Man sieht den Mann und die Gegensprechanlage. Man sieht nur das halbe Auto. Eine mittlere Cola ohne Eis und eine Apfeltasche. Gegensprechanlage. Sagst du doch was? Man sieht den Mann, er guckt zum Beifahrersitz. Karin, was wolltest du nochmal? Ins Krankenhaus! Ja, wenn sie das ganze Auto zum ersten Mal, die Beifahrerin ist offensichtlich schwanger. Wir haben alle Podcast-Zuhörerinnen gerade verloren, glaube ich. Hat sehr interessante Augen. jetzt lass uns drüber reden. Wann hast du diesen Comic gemacht? Das sind Comics, die sind fürs Mad Magazine entstanden, aber das ist 20 Jahre her. Also das ist jetzt ein 20 Jahre alter Comic gewesen. Und die Herausforderung war, jedes Mal im Stil von solchen Leuten wie, ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt, Don Martin oder Sergio Aragones, das waren so Leute, die für Mad Einseiter-Comics gemacht haben, einen Sketch eben mit dieser räumlichen Begrenzung von einer einzigen Seite zu erzählen. Und ich habe mir wirklich Aufgaben gesetzt. Ich hab gedacht, ja, okay, was kann passieren? Was macht man so? Wo ist man? Was erlebt man? Was passiert? Jemand fährt in McDrive. Mal gucken, wo es mich hinführt. Okay, du bist einfach vom Setting ausgegangen. Total. Also hier habe ich einfach erstmal über Bilder gedacht, was habe ich Lust zu zeichnen, was ist vielleicht auch... Ein blaues Auto. Genau, zum Beispiel ein blaues Auto. Und ähnlich wie bei Stand-Up ist ja auch immer, es soll so ein bisschen relatable sein, ne? Was kennen die Leute, was macht man so im Alltag? Keine Ahnung, man geht in den Supermarkt, zum Arzt, in Drive-In und hier habe ich gedacht, ja gut, warum nicht? Es ist so gut oder schlecht, wie jeder andere Anfang und dann sind die halt da in den Drive-In gefahren. Gut, man sieht ja am Anfang noch nicht, dass zwei Personen im Auto sitzen. Und dann habe ich überlegt, was ist so ein typischer Satz, der halt fällt, wenn man da durchfährt, keine Ahnung, Menü oder einzeln, hier essen oder mitnehmen, erübrigt sich hier und dann kam ich bei diesem Satz an, ja, was wolltest du nochmal? Mhm. Und habe ich gedacht, wie lustig wäre das, wenn die schwanger wäre und sagt, ins Krankenhaus. Aber wirklich so, ich habe mich quasi Bild für Bild da reingearbeitet. Wie oft passiert dir das, dass du dich Bild für Bild reinarbeitest und dann keine Pointe gefunden hast? Häufig. Ja.
Sehr, sehr häufig. Also ich lege das ja vorher auch immer als Scribble an. Also alles, was ihr seht, egal ob bei den Witzbildern, also Cartoons sind eben diese Witzbilder, Comics sind alles, was über ein, zwei Bilder hinausgeht, Erzählungen in Bildern, die sind teilweise sehr erarbeitet, also konstruiert im Kopf oder teilweise, weil ich mich halt hinsetze und denke, ich muss mir mal wieder was Neues einfallen lassen, manchmal auch so kleine Geistesblitze. Das ist mal abhängig davon, worüber ich gerade nachdenke und was mir vorher passiert ist oder ob ich noch irgendwo eine Notiz finde. Und da ergibt sich das eben so, dass ich das dann runterskribbel, also eine kleine Skizze davon mache. Und bei den Comicseiten war das auch so. Und ja, oft genug das heißt, weiß ich auch nicht, wie es aufhört. Das heißt, wenn du eine Idee hast, das ist nicht nur ein Text, sondern du machst sofort auch die Zeichnung dazu, also eine kleine Skizze. Eine ganz einfache Version davon, genau. Also das ist ja ein bisschen erzählt wie so ein Storyboard für einen Film. Es ist wahrscheinlich ein Begriff hier, ein Film wird auch erst in die einzelnen Einstellungen zerlegt, wie ein Comic. Und danach wissen die Leute, die den Film machen, dann, okay, wir brauchen dieses Bild und dieses Bild. Also in den USA macht man das so. Ja, in Deutschland wäre es schön, wenn man es so machen würde. Ja, genau. Ja, und deswegen hangel ich mich da auch lang, okay, was sieht interessant aus? Was muss ich überhaupt zeigen, damit die Leute in diese Szene reinkommen? Damit ich die alle abhole und die wissen, wo sind wir? Ne, das ist ja immer wichtig, wo bin ich, um welche Figuren geht es? Was wollen die überhaupt, was motiviert die hier zu sein? Ja. Und das ist ja hier nicht anders. Okay. Wie lange wir über diesen Quatschwitz reden. Ja, ja. pass auf, ich habe noch eine Frage dazu. Inzwischen machst du ja hauptsächlich, wie du schon gesagt hast, eigentlich nur noch ein Bild, Cartoons, ja? Wenn du das jetzt anguckst, würdest du das inzwischen in ein Bild packen oder sagst du, das braucht die Strecke? Ich bin dann zum ein Bild gegangen, weil ich gedacht habe, ich glaube, vieles, was mein Humor ausmacht, lässt sich super auch auf ein Bild komprimieren. Aber dann habe ich wieder Sachen, die sind so szenisch wie das hier, dass ich denke, es wäre eigentlich ein Video. Und deswegen habe ich dann irgendwann das Medium gewechselt. Ich bin dann von den Comics zu den YouTube-Videos rübergegangen und da habe ich dann tatsächlich auch am Anfang viele dieser Comics adaptiert. Also den würde ich als Sketch machen. Ich glaube, den mache ich auch mal als Sketch. Okay, wir machen weiter. Jetzt bist du dran. Soll ich erst beschreiben, was ich sehe? Ja, ja. Wir sehen ein altes Wählscheibentelefon, es klingelt. Das Känguru kommt rein, geflitzt und nimmt den Hörer ab. Am Apparat! Nächste Einstellung. Das Känguru guckt etwas verkniffen und telefoniert weiter. Wie? Aha, sehr gerne. Ist mir egal. Weiß ich nicht. Habe ich keine Meinung zu. Woher zum Teufel soll ich das wissen? Wen interessiert's? Mich nicht. Nächstes Bild. Das Känguru ist bereits im Begriff aufzulegen, das Telefonat geht aber noch weiter. Da regt mich ja schon die Frage auf. Ist mir egal. Ich soll die letzte Antwort gewichten. Ist mir sehr egal. Ja, gerne, auf Wiederhören. Nächstes Bild. Das Känguru lugt um die Ecke. Schönen Gruß von deiner Mutter. So, darf ich mutmaßen? Ja, bitte. Ich mutmaße, dass du das letzte Panel auch noch nicht gewusst hast, als du angefangen hast zu sprechen. Nein, ich habe das letzte Panel noch nicht gewusst. Du hast überlegt, wie absurd könnte ein Telefonat klingen und was wäre die überraschendste Auflösung? Ja, also natürlich denkt man an eine Marktforschung und das war auch die eigentliche Idee des Trips. Und er war so, ja, ganz nett. Und dann, normalerweise machen wir ja auch vier Panels, ne? Und das ist das fünfte. Weil das kam noch hinterher. Dann habe ich zu Bernd, also ich muss ja gestehen, ich zeichne ja nicht selber, sondern Bernd Kissel hat die Känguru-Comics gezeichnet. Dann habe ich Bernd angerufen und gesagt, Bernd, du musst alle vier Panels ein bisschen kürzer machen, weil wir brauchen noch so ein schmales fünftes Panel, wo das Känguru um die Ecke guckt und sagt, schönen Gruß von deiner Mutter. Apropos, und pro Panel haben wir 8 Sprechblasen. Ja. Sorry. Ja. Wie schreibt man das denn? Also schreibst du ihm dann auch rein, bitte lege 8 Sprechblasen an? Ah ja, okay. Darüber wollte ich auch mit dir reden gleich, weil das ist ja ulkig. Man sieht ja das Bild komplett und trotzdem hat so ein Bild Timing. Ja, ja. Also und das ist tatsächlich auch was, also wir machen uns da ja die Tatsache zunutze, dass man nach westlicher Leseart von links nach rechts und von oben nach unten liest. Und damit kann man den Blick des Publikums leiten und auch leiten, was sie als letztes lesen. Und bei einer Pointe ist es natürlich wichtig, dass die Punchline, der entscheidende Satz, das entscheidende Wort ganz zum Schluss kommt. Also ich kenne Leute, die würden es trotzdem schaffen, das falsch zu lesen. Meine Mutter hat das früher zum Beispiel so gemacht, welche Sprechblase muss ich denn jetzt zuerst lesen? Tatsächlich gibt es Leute, für die ist das ganz intuitiv und dann gibt es immer wieder Menschen, für die ist das
total schwer. Also Comics lesen müssen die lernen. Die lesen die Pointe zuerst und denken dann, warum ist das witzig? Das ist die größte Sprechblase, die ist anscheinend wichtig. Ja, die lese ich zuerst. Ja. Okay, kommen wir mal gleich mal weiter. Also man sieht... nennt man das? Ja, so ein Kinderding, was ja, das, vor dem Kaufhaus... Das klingt nicht gut, Marco. Also vor den Kaufhäusern steht immer so Feuerwehrautos, aber es ist, die sich bewegen, wenn man einen Euro reinwirft. Aber es ist kein Feuerwehrauto, sondern es ist ein Bulle, auf dem man reiten kann. Es ist eher ein amerikanisches Kaufhaus. Man sieht eine Mutter mit ihrem begeisterten Kind darauf zu eilen. Das Kind sitzt auf dem Bulle, freut sich, die Mutter wirft genervt einen Euro rein, es macht klink. Der Bulle geht tierisch ab, ja, also das Kind hat 10 Augen, es ist völlig gaga. Die Mutter ist auch so, hui, was passiert hier? Und dann geht der Bulle noch mehr ab, ja, es gibt inzwischen 1, 2, 3, 4, 5 Münder. Diverse Schuhe, unglaublich viele. Es gibt, das Kind besteht nur noch aus Mündern, Schuhen und Augäpfeln. Es ist völlig hin und weg. Dann hört der Bulle endlich auf. Das Kind liegt auf dem Bulle, völlig schlapp. Die Mutter guckt mit großen Augen. Dann wirft die Mutter nochmal eine Münze rein. Es macht wieder Klink. Ja, das ist der... Das hast du sehr gut gemacht. Ja. Wie einen Film beschreiben, ne? Den gibt es tatsächlich. Macht euch mal den Spaß, wenn ihr nach Hause geht oder für alle, die uns gerade rein zuhören vor ihren Empfangsgeräten. Haltet mal kurz an und geht auf YouTube und gebt ein Rute Rodeo. Und da seht ihr den Comic, den wir gerade beschrieben haben, als Film. Weil das schrie einfach nach einer Umsetzung und ich wollte unheimlich gern so dieses Gerüttel und hab dann nach einem Sound gesucht, der das am besten trifft. Und es war eine Waschmaschine. Ich liebe Sounddesign für sowas zu machen und ich habe gedacht, wie muss das klingen und dann war das so ein Schleudergang. Ja, yes. Das ist ja auch ein alter Comic. Der ist auch, also bestimmt 18, 19 Jahre alt. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es war noch keine persönliche Erfahrung, ja? Also, nee, das also, oder wenn es eine persönliche Erfahrung war, welche der beiden beteiligten Personen warst du? Der arme Junge auf dem... Ich war der Bulle. Du warst der Bulle. Ich habe tatsächlich mit Sicherheit, also vorweg müssen wir, glaube ich, wirklich mal sagen, dass ganz, ganz, ganz selten das so ist. Ich glaube, Leute stellen sich das manchmal vor, wir lustwandeln durch einen Park, wir haben einen Skizzenblock unterm Arm und mit einmal trifft uns die Muse, haut uns mit so einem Knüppel über den Kopf und wir müssen etwas niederschreiben. Das ist in den allerseltensten Fällen so, dass ich etwas erlebe oder höre, wovon ich denke, da muss ich jetzt was draus machen. Es ist eher so, dass ich Dinge erlebe oder Gespräche mitbekomme, die irgendwo ablege bei mir im Kopf und sie dann, wenn ich wirklich mich völlig unspektakulär zu Hause hinsetze mit einer Tasse Kaffee und sage so, und jetzt, heute, ich muss mir mal wieder neue Sachen einfallen lassen, dann rufe ich die ab und dann kommt das alles zurück und vermischt sich mit Dingen, die ich zuvor gesehen habe oder einem Film, den ich geguckt habe oder einem Artikel, den ich gelesen habe. Und hier war das definitiv dieses Ding, dass ich beim Einkaufen ein Kind auf so einem Vieh gesehen habe und mich wahrscheinlich damals schon gefragt habe, was würde eigentlich sein, wenn da jetzt wirklich der Schleudergang einsetzt. Aber dann passiert es beim Skribbeln. Wie kann das weitergehen? Wie kann es eskalieren? Und was wäre die überraschendste Auflösung? Ja. Hast du die Pointe schon gewusst? Ja. Da hast du die Pointe schon. Da habe ich die Pointe gewusst. Und das ist tatsächlich einer dieser Momente gewesen, wo auch klar war, dass dieses Soundword Klink, dass das so essentiell wichtig ist. Das ist auch im Trickfilm in der animierten Version ist es dann so, dass das rein über die Geräusche und über diese Bewegungen. Es ist eigentlich das Gleiche in einem anderen Medium, aber es war klar, nur starke Posen, diese Dynamik und diese Soundwords und in dem Fall die Geräusche, dass die das ersetzen. Weißt du, was ich interessant finde? Du hast den wirklich super vorgelesen, aber du hast ein Detail weggelassen, wo ich gedacht hätte, das sagst du. Kannst du mal 2, 3 Bilder zurückgehen? Warte mal, weiter. Stopp. Ah! Fällt euch was auf? Ja, ihr fällt's auf. Ja, ne? Natürlich. Die Mutter guckt den Betrachter an. Die durchbricht die vierte Wand. Ja, genau. Also das habe ich im Video dann nicht gemacht, aber ich fand es auch eben, als du das Bild für Bild gezeigt hast, ganz interessant, es sind 2 Punkte auf einem weißen Hintergrund. Man fühlt sich ja trotzdem angeguckt, oder? Auf jeden Fall. Ja, und es macht ja was mit einem, ne? Und dieser Blick... Du wirst mitgenommen. Ja. Es ist so. Und ich habe es im Video weggelassen und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Ich fand es irgendwie, dann fand ich es zu Meta. Im Comic fand ich es richtig. Also, habe mich gerade selbst überrascht, weil ich habe dir die Sachen zwar geschickt vor ein paar Tagen, aber ich habe... Aber hast du nicht angeguckt? Ich mag keine Comics. Und da habe ich halt nicht mehr reingeschaut und jetzt fiel es mir auf. Ja, witzig. Okay, komm, meine nächsten.
Also, Känguru und Kleinkünstler sitzen unter einem schattigen Baum und gucken ein wenig verträumt nachdenklich. Weißt du, was das Problem am Internet ist? Nächstes Bild, eine Close-up, eine Nahaufnahme vom Känguru. Zu viele Links führen nach rechts. Nächstes Bild, wir sehen die Einstellung vom Anfang, aber diesmal etwas dramatischer. Die Figuren sind nur als schattige Silhouetten zu erkennen. Der Hintergrund hat dramatische Wolken. Ich finde ja, psst, mein Satz war so schön, den kann man ruhig mal wirken lassen. Schön. Da war es, ne? Da war das die Kunstpause. Mhm. Tatsächlich, wir haben vorher darüber gesprochen, dass Humor nie ohne Timing auskommt, egal ob du schreibst, egal ob du auf der Bühne stehst oder ob du zeichnest. Du brauchst diesen kurzen Verschnaufer, Trommelwirbel, was passiert jetzt? Und hier sehen wir die beiden. Und ja, hast du es so geschrieben, dass man die nur als Silhouetten sieht, oder hat Bernd das entschieden? Das hat Bernd entschieden. Ah ja, in dem Fall, okay, ja. Schön. Ja. Aber er wusste, glaube ich, genau, was du wolltest. Ne? Da. Ja, ja, wir sind natürlich beide sehr große Calvin Hobbs Fans und das ist schon eine Hommage, wenn sie unter dem Baum sitzen, genau. Ist übrigens in der Comic-Version das erste Mal, dass ich mich eine Zeit lang auch gefragt habe, ob er sich das Känguru komplett einbildet. Ah ja. Wirklich. Also, das wäre auch ein geiles Ende, ja, gewesen, ne? Dass er so ein Kuscheltier hat. Einmal per Applaus, wer hier kennt alles Garfield ohne Garfield? Na, das sind wirklich wenige. Also es gibt im Internet eine Website, wahrscheinlich gibt es sie auch als Instagram-Account inzwischen oder so, das sind Garfield-Comic-Strips, also dieser Lasagne-liebende Kater, wo Garfield rausretuschiert wurde. Das heißt, es bleibt John Arbuckle, der Besitzer von Garfield, der im Grunde mit sich selbst redet. Und das ist kriegt einen ganz anderen Twist. Ja. Da sind Sachen bei, die dich mit einmal ins Mark treffen, weil du denkst, wow, wie einsam ist dieser Mann, wie verzweifelt, wie traurig ist das alles und es ist lustiger als der Originalcomic. Und ich habe vorhin, als ich dann nochmal ins erste Buch reingeschaut und ein paar Comics gelesen habe, habe ich mich nämlich nach dem auch gefragt, so, ja, oder ist das, ist in dieser Version das Känguru gar nicht real. Ja. Und die Sachen lesen sich ganz anders und funktionieren mit einmal auch. Es gibt am Anfang auch wenig Interaktion. Das ist toll. Kann das bitte... Ich habe keine Lust, das zu machen, aber kann das bitte irgendjemand, der das hört, machen? Känguru-Comics ohne Känguru, ich möchte das gerne sehen. Ja, spannend. Okay. Aber wo sehen wir? Sehen das nächste Mal. Ja, okay, erst pass auf. Es ist ein kleiner Teich, eine Ente und ein Mädchen versucht, die Ente mit zwei Baguette-Hälften anzulocken. Von hinten kommt eine Sprechblase. Nicht so nah ran, hörst du? Sprechblase? Nicht so nah, habe ich gesagt. Das Mädchen freut sich, weil die Ente will nach dem Brot schnappen. Nicht so nah, sie beißt dich sonst. Hörst du? Hörst du? Mapf. Das Mädchen schlägt in einem sehr brutalen Bild die Baguette-Hälften links und rechts gegen die Ente und hat sich auch ein Enten-Sandwich gemacht. Ein Entwitch. Jetzt sieht man, das Mädchen beißt in das Entensandwich. Hinten steht die Entenmutter, die die ganze Zeit gesprochen hat und sagt: Ich hab dich gewarnt, Joachim. Gibt's inzwischen auf YouTube. Ja. Heißt Entenfüttern, ja, kann man sich da anschauen. Weil auch das schrie natürlich nach einer Filmumsetzung. Und auch hier, was schätzt du, habe ich den Schluss gewusst vorher oder nicht? Ja. Nein? Ich hatte keine Ahnung. Ich hab, du dachtest bis zu dem roten, bis zu diesem brutalen Bild, wo das Mädchen, wusstest du nicht, dass also ich die Entenmutter ist, die spricht? Ich habe mich der Situation ausgesetzt, okay, was gibt's noch so, was kann passieren, Mädchen im Park, das Enten füttern möchte. Und das beweist einmal mehr, ganz oft höre ich immer wieder von Leuten, die so anfangen wollen, Comics zu machen oder auch Geschichten zu schreiben oder überhaupt so, ja, aber ne, wie findest du denn die Grundideen? Ne? Die denken immer, dass eine Idee irgendwie mörderoriginell sein muss. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich finde, dass man immer ausgehen kann von dem Banalsten, was es gibt. Ein Kind im Park, was eine Ente füttern möchte. Und dann guckst du mal, wo dich das hinträgt. Es muss nicht alles immer total spektakuläre Fantasy-Welten oder du kannst, natürlich reden wir jetzt hier von einem albernen, dummen kleinen Sketch, der einen zum Lachen bringt, das ist toll, aber das ist ja nichts mit Tiefe, nichts Großes. Trotzdem kannst du von hier aus überall hingehen. Jedes Setting, jedes Setup kann grundsätzlich die Rampe sein zu einem großen Abenteuer oder zu einem
schnellen Lacher. Und das war hier genauso. Ich habe überlegt, was passiert denn? Okay, die Ente kommt immer näher, die Mutter warnt im Hintergrund, die habe ich mit einmal so gehört. Ich sehe das dann auch, ich sehe, dass das Kind da steht mit dem Brot, aber natürlich hält es nicht zwei Hälften in der Hand. Das kam erst, als ich wusste, ah, wie witzig wäre das, wenn das Kind böse Figur ist. Ja. Das völlig, was wäre denn das Unerwartetste? Und das war halt nun mal das meiner Ansicht nach Unerwartendste. Und dann war klar, dass ich das so zeichnen muss, dass es diese Hälften zusammenklatscht. Du bist ja Veganer. Wie geht's dir inzwischen? Warst du da schon Veganer, als du diesen Comic gemacht hast? Und wie geht's dir jetzt inzwischen damit? Also, Punkt 1 bin ich ja gar nicht, ich bin ja nur Vegetarier. Also sagen wir mal so, die Zeiten, in denen ich spontan eine Ente im Park weggesnackt habe, sind vorbei. Ja, also, ein Riesenunterschied ist, also erstmal, es ist ein fiktives Werk. Komm ja auch immer damit um die Ecke, dass, wenn ich mir so einen Comic ausdenke, also ich bin ja weder das. Also das Kind, heißt, es ist nicht so, dass du das vorher inszenierst mit echten Menschen und dann abmalst. Ja, wir haben vorhin im Backstage drüber gesprochen, dass Pixar und Disney es sich leisten können, einen Film bis zum ersten Akt, bis zum Drittel irgendwie so durchzuproduzieren und dann zu sagen, oh, diese Nebenfigur, die hier auftaucht, finden wir irgendwie nicht gut, wir fangen von vorne an. Das, also ist kein Quatsch, das macht die. Ihr müsst euch mal so Making-ofs anschauen. Die haben das Geld, die Zeit dafür. Ich nicht. Deswegen ist das ein Luxus, den ich da leider nicht hätte, das alles erstmal aufzubauen und durchzudeklinieren. Leider nein. An die quatschige Frage, die ernste Frage angeschlossen. Wenn man Filme aus den 80ern guckt, ist oft schwierig. Finde ich. Du musst den Leuten schon sagen, warum. Wir haben vorhin auch drüber gesprochen. Nicht, weil die irgendwie heute sich nicht mehr angucken lassen wegen 4:3 oder so, sondern weil der Humor oft schlecht altert. Ja, ja. Also ich habe. Ist Pulli Herbig anwesend? Das war das 80er, das war 90er. Nein, aber der Punkt ist, Sachen, die man früher lustig fand, man guckt das mit einer anderen Brille an und denkt, das geht mir manchmal schon mit meinen eigenen Sachen so. Geht dir das auch so? Total. Und ich habe jetzt auch aus dem Ordner, wo ich diese Comics rausgesucht und dir geschickt habe, waren auch Comics drin, wo ich dachte, wahrscheinlich rassistisch. Also kein Witz, wo ich einfach gedacht habe, ja, es war 2000 oder 99 noch oder so und das war mir zu dem Zeitpunkt 0,0 bewusst, was ich hier gerade mache und im Nachhinein ist es wahrscheinlich ein Witz, der mit Klischees gearbeitet hat, wo ich heute weiß, Alter, wie dumm warst du eigentlich? Und wenn man, sag ich mal, länger als 20, 30 Jahre im Humorbereich dabei ist, hat man immer irgendwie Zeug, wo man sagt, ja, würdest du heute auf gar keinen Fall mehr so machen und weil ich selbst finde, ist halt ein Scheißwitz gewesen oder hat auch in die falsche Richtung getreten, gibt's auch. Und der hier ist ja so abstrakt und so albern und vor allem... Nein, um Gottes Willen, das meinte ich nicht. Ich fand das nur ein spannendes Thema. Total, ja. Weil es altes Material ist. Das ist ja gut gealtertes, altes, gut gealtertes. Das ist halt ein Slapstick-Witz und der... Slapstick geht immer. Slapstick geht immer und vor allem mit Tieren und so, da finde ich auch, also... mit Tieren, ich bin auch Fan. Also, ich sag dir, sprechende Tiere... Funktioniert immer. Es gibt auch genug Humor aus den 90ern, wo Kinder mehr so die Leidtragende waren, ne? Wo die stolpern, irgendwo gegenstoßen und so. Man hätte den natürlich auch ganz anders aufbauen können, aber ich fand das hier schon sehr lustig, dass das Kind die Ente frisst. Altert gut. Apropos sprechende Tiere, komm, wir machen nochmal einen. Wir sehen eine Postkarte. Auf der Postkarte abgebildet ist eine Möwe auf einem Poller. Und daneben in einer wunderschönen Schrift Ostseebad Mumpitz. Das ist zum Beispiel ein Gag, der nicht im Skript stand. Das kam dann von Kommt Bernd, aber auch richtig kam, gut an. Kam dann, ne? Ja, ich machte, kam zurück von Bernd Ostebad Mumpitz. Ja. Nächstes Bild. Känguru und Kleinkünstler gehen die Strandpromenade entlang und schlecken Eis. Das Känguru trägt einen, wie nennt man das, so einen Schirm? Ne? So ein, also keine Cap, sondern einfach nur so ein Schirm. Und isst ein Fruchteis, würde ich mal sagen. Der Kleinkünstler... Das gehst du sehr ins Detail, ja. Kleinkünstler schlägt ein gelbes Eis. Ich weiß nicht, ob es noch wichtig wird. Ich weiß gerade nicht, wo es hinführt. Das Soundword Flip ist zu lesen. Nächstes Bild. Wieder Flip. Der Kleinkünstler leckt gut hörbar sein Eis. Wenig überraschend. Nächstes Bild. Wieder ein lautes Flip. Vielleicht leckt der Kleinkünstler gar nicht sein Eis. Das Känguru schaut in Richtung Füße des Kleinkünstlers. Nächstes Bild. Känguru spricht keinen Künstler an. Ist dir schon aufgefallen, dass du nur einen Flipflop trägst? Nahaufnahme der Füße des kleinen Künstlers. Er trägt nur einen Flipflop. Schnitt in eine Totale. Wir sehen die beiden an der Promenade stehen. Um sie rum viele Leute. Beide gucken auf die Füße von Marc-Uwe.
Hab vergessen, den zweiten anzuziehen. Nächstes Bild, Nahaufnahme der beiden, die nebeneinander stehen. Und der Kleinkünstler guckt das Känguru mit gequältem Blick an. Wie kann man denn vergessen, den zweiten Flipflop anzuziehen? Naja, ich wurde halt abgelenkt und hab an was anderes gedacht. Nächstes Bild, wir sehen die beiden von hinten die Promenade entlang gehen. Es macht wieder einmal laut Flip. Wie hast du es geschafft, so alt zu werden? Nächstes Bild, gleiche Einstellung, die beiden haben sich noch weiter entfernt. Es macht wieder laut Flip. Glück vermutlich. Und da hast du mich auf eine falsche Fährte gelockt und das Publikum natürlich auch. Ich habe wirklich gedacht, er leckt so laut an seinem Eis. War das Absicht? Nein, ich bin noch nie drauf gekommen, dass man das denken könnte. Deswegen fand ich das spannend, wenn wir gegenseitig die Comics beschreiben. Und das ist es auch immer wieder. Also von allem, was ich mir ausdenke, habe ich eben gesagt, mache ich erst ein Scribble. Das heißt, das ist eine schnelle Zeichnung, meist schwarz-weiß, einfach auf dem Blatt. Und ich habe so ein kleines Gremium von drei Leuten, Freundinnen und Freunde von mir, die nichts irgendwie mit zu tun haben mit Comic, Cartoon, Humor. Und denen schicke ich das. Und Marc ist auch dabei. Und die lasse ich das dann angucken, um einfach zu schauen, wie finden die Witze. Und dann geben die tatsächlich Schulnoten für die Ideen. Das mache ich aus dem einfachen Grund, um zu gucken, kapiert man überhaupt, was ich vorhabe. Also es ist ja eine Sache, dass ich in meinem Kopf denke, das wäre lustig und manchmal mache ich die Sachen auch, obwohl die nicht lustig finden. Aber in diesem Fall finde ich es einfach witzig zu sehen, ist von dem Übertrag aus meinem Kopf auf Papier ist da was verloren gegangen. Mhm. Und dann kann es aber auch vorkommen, dass von der Umsetzung von diesem Scribble zur Reinzeichnung in Farbe, dass da auch was verloren geht. Oder du merkst, dass du als schnellen Strichzeichnung in Schwarz-Weiß, dass ein Gag gar nicht mehr funktioniert, wenn er in Farbe ist. Oder nur funktioniert, wenn er in Farbe ist, weil halt ne irgendwas wichtig ist. Deswegen habe ich eben die Eisfarben vorgelesen. Mhm. Ich wusste noch nicht, wohin du uns führst, deswegen war jedes Detail erstmal wichtig. Ja. Ich mag den sehr. Also er ist nicht die große Schenkelklopfer-Pointe, aber er beschreibt die Figuren so sehr. Ich finde ihn super, ich hätte ihn eher aufgehört. Also oder irgendwie andersrum gesetzt, weil das, dass man dann kapiert, dass du halt keine Flipflops trägst, sondern nur einen Flip. Das ist schon mega witzig. Und ja, wait for it. Machen wir einen von dir und dann reden wir weiter über den. Also ich muss beschreiben, es ist ein Hund mit einem langen Stock. Er wedelt mit der Hand, er nimmt Anlauf mit dem Stock, er kneift ein Auge zu, er rennt mit dem Stock, als würde er jemand aufspießen wollen. Dazu das Soundwort Takadaga, 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 Takadaga. Ein Geschäftsmann, der Hund hat den Stock direkt hinter ihm in den Boden gerammt und mit einem Twoing schleudert er sich über den Mann. Soundwort Wupp, Stabhochsprung und Totale. Die Oma schimpft den Hund. Böser, böser Hund, du sollst doch nicht an fremden Leuten hochspringen. Was schätzt du, was war die Idee? Das Hochspringen. Ja, also das war ausgehend, also der war eigentlich rückwärts geschrieben. Der war rückwärts geschrieben, ja, das dachte ich mir. Ich habe jetzt einfach nur dieses Wortspiel an Leuten hochspringen, Hunde sollen nicht an Leuten hochspringen. Und habe ich gedacht, wie wäre das? Also den hätte man auch in ein Bild packen können. Keine Frage, der würde genauso gut funktionieren. Aber ich hatte eben Lust auf diese Dynamik, auf die Bildfolge, die Spannung aufzubauen, die Leute von Bild zu Bild mitzunehmen, wie er sich immer mehr hochschaukelt. Was zur Hölle hat er vor? Es geht, guck mal, hier. Ich glaube, das funktioniert so gut als Podcast. Also, erstes Bild. Vertrautes Setting. Kleinkünstler und Känguru an der Strandpromenade. Diesmal hat sich das Künstlerduo entschieden, auf Farbe zu verzichten. Das Soundwort Flop taucht auf. Beide essen ein Eis. Zweites Bild. Wieder Flop. Känguru guckt leicht genervt. Drittes Bild. Wieder Flop. Das ist nicht dein Ernst. Etwas weitere Einstellung. Wir sehen, dass der Kleinkünstler diesmal an seinem anderen Fuß den Flipflop trägt. Den rechten habe ich gestern verloren. Ja, es ist sehr gut. Sehr gut. Ja. Wird es eine Trilogie? Kommt noch?
Ohne Soundboard meinst du? Oder Flipflop mit beiden an? Nee, ich habe den ausgesucht, weil er macht was du auch machst. Es ist ein Running Gag, ne? Also etwas, was witziger wird, wenn es wiederkommt. Ja, wie viele Strips lagen dazwischen, zwischen den beiden? Oder war der wirklich direkt danach? Der eine, das war ein farbiger, der kam immer Samstag und der kam am Montag. Ah ja, okay. Ja. Weil das ist, glaube ich, darf das auch nicht zu viel dazwischen liegen, dann Ja, das stimmt. Weil ich mich gerade gefragt habe, wie lustig, ne? Also 3 Wochen später hättest du die Leute komplett verloren. Das war dann, glaube ich, genau der richtige Abstand. Super. Hier kommen wir nämlich zu Leuten, die du öfter mal benutzt. Klingt auch falsch. Zu Tieren, die du öfter mal benutzt, macht es das besser. Hier kommen wir zu einem Runny Gag von dir, den ich sehr mag. Ja. Ein Bild ist folgendes: Eine Tür, auf der HNO-Arzt steht. Im Wartezimmer sitzt eine Giraffe, ein Nashorn und ein Koala-Bär mit riesigen Ohren. Der Arzt kommt herein und sagt: Ihr wollt mich wohl verscheißern, was? Du hast ja dann daraus die HNO-WG gemacht. Die drei wohnen ja zusammen. War das der erste? Ja, das war der erste. Und der war tatsächlich exakt so da. Keine Ahnung. Manchmal ist es so, dass ich denke, wie lustig wäre das, keine Ahnung, wenn ein Waschbär beim Optiker sitzt und dann versuche ich halt irgendwie die Verbindung zu finden und da, na gut, es fällt mir gerade ein, die haben ja wirklich so eine Brille auf, das ist scheiße, wäre relativ einfach, aber muss dann da wirklich so dran rumkonstruieren, dass ich da den passenden Spruch zu finde und das war eigentlich komplett so da, nur dass ich noch nicht genau wusste, was sagt der Arzt, aber dass der irgendwie so einen trockenen Spruch bringt, in dem er sich halt verkackeiert fühlt, das war mir klar. Und haben Koalas wirklich große Ohren? Nein. Viel lustiger ist ja das, wenn Leute die Serie gucken, ganz viele gar nicht wissen, warum heißt das so überhaupt HNO-WG und denken, es sei eine Maus. Und das ist dann in den frühen Folgen, ist es auch ein Running Gag, dass der Krüger heißt der Koala, dass der mit der Diddlemaus verwechselt wird. Ja. Mäuse haben übrigens auch nicht so große Ohren. Ich sag's nur. Ja, Koalas haben proportional jetzt schon irgendwie größere Ohren als so ein Schäferhund oder sowas, aber ich sag mal so nicht. Wie schnell wurde dir klar, dass du diese Figuren wieder benutzen wirst? Eigentlich sofort, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das von 2003 oder 2004, da habe ich noch gar kein Social Media genutzt, gab es ja noch nicht, außer vielleicht StudiVZ oder so. Und da war ich noch nicht so meiner Zeit voraus, dass ich das genutzt hätte. Aber ich hatte ein Gästebuch und habe gemerkt auf meiner Website, dass die Leute den super lustig finden. Ich fand ihn selbst auch sehr witzig und hatte das Ding, dass ich, je länger ich auf dieses Bild guckte, das Gefühl hatte, die kennen sich schon. Die irgendwie gehören die zusammen und das ergibt so eine schöne Dynamik irgendwie. Die sind ja so von der Physiognomie alle total unterschiedlich und trotzdem konnte ich mir vorstellen, dass die so zusammen abhängen. Und dann passiert das eben einfach und dann lässt man es zu und dann guckt man, was einem dazu einfällt. Und dann sind mir noch so 6, 7 weitere Cartoons mit denen eingefallen. Aber auch da habe ich dann gemerkt, ich stoße hier an eine Grenze, weil man muss jedes Mal wieder rechtfertigen, warum sitzen die drei Tiere jetzt zusammen in diesem Einbildwitz? Und du brauchst immer viel Rampe. Hier erklärt sich durch selbst die Situation, dass sie beim HNO-Arzt sitzen. Aber bei anderen ist es dann schon wieder schwieriger, das in ein Bild zu packen. Und deswegen habe ich dann das Medium gewechselt und angefangen, Videos zu machen mit denen. Das heißt, das waren auch die ersten Filme? Ja, genau. Also da, ich habe einfach nur gedacht, die sehen lustig aus zusammen, die wohnen jetzt zusammen, fertig aus, so die in eine WG zu packen, ist ja so ein klassisches Sitcom-Setting. Da habe ich noch gar nicht überlegt, wie sind die eigentlich? Ich fand erstmal witzig, dass die halt unterschiedliche körperliche Dimensionen haben und dann haben die halt so WG-Besprechungen, wie das eben so ist, wenn man zusammen wohnt und dann hat der Koala-Bär seine langen Ohrenstäbchen im Badezimmer vergessen, sodass man da gar nicht mehr reinkommt. Das Nashorn hat seine Hornhautsalbe irgendwie dahingestellt. Die Giraffe war zuletzt duschen, keiner kommt mehr an den Duschen. Kopf ran und habe so über die Figuren, was die mir vom Aussehen her boten, versucht, was draus zu machen. Für die Videoumsetzung brauchten die natürlich Stimmen. Das kennst du, glaube ich, auch. Die müssen nach irgendwas klingen. Und du guckst sie so an und denkst so, wie klingen die eigentlich? Das war der Moment, wo du ihnen quasi und dann eine feste Personality dann gegeben haben die hast. Persönlichkeit bekommen, genau. Ja. Und dann wusste ich mit einmal, okay, die Giraffe ist so ein bisschen, ne, so, die will immer alles ganz genau und ist so ein bisschen so, eigentlich mehr so der Anführer da in der WG oder so der Ordentliche. Das Nashorn ist so ein verspielter Quatschkopf und Krüger ist eigentlich so der Meckerkopf. Und das hat sich dann über die Folgen, die ich dann weitergemacht habe, immer mehr verhärtet und rauskristallisiert. Wie sind die eigentlich zueinander. Aber in dem Moment, wo ich denen die Stimme gegeben habe, wusste ich das eigentlich schon. Spannend. Hier, guck mal.
Ach, ich muss beschreiben, ja. Es ist ein Zeichner an einem Zeichenbrett und er zeichnet einen Koala mit erstaunlich großen Ohren. Neben ihm steht der Tod mit der Sense und der Tod sagt: Kann man davon leben? Ist das autobiografisch, ein, ist, das ja. ein Selbst, ist das ein Selbstporträt? Ja, das ist ein Selbstporträt. Ja. Und ich finde es total interessant, dass ihr jetzt gelacht und dann sogar geklatscht habt. Es war wahrscheinlich viel Höflichkeit dabei. Weil ich bei meinem Live-Programm, der Abend beginnt immer mit einem Video, was den Abend einleitet und so 3 Minuten immer irgendein Setting anmoderiert, was hinter der Bühne passiert oder wie es dazu gekommen ist, dass dieser Abend jetzt stattfindet. Und dann komme ich raus, begrüße die Leute und das erste Bild, was ich zeige, ist das. Das ist wirklich Klick, kann man davon leben. Und nie lacht jemand. Er wird nie gelacht. Aber ich habe das drin gelassen, weil ich das irgendwie total schön fand und mich dann immer hinsetze und sage, danke. Und dann müssen die Leute lachen, weil ich mich bedanke für einen Witz, über den nicht gelacht wurde. Du bist aber nicht oft präsent in deinen Comics. Also wie zum Beispiel andere Leute die ein völlig aufgeblähtes Selbstbild haben. Aber so bist du nicht. Ja. Ich glaube, es gibt... Gibt es noch mehr Meta-Comics von dir? Nein, nein. Es gibt also in den Live-Shows, in diesen Intro-Videos, gibt es das noch ein, zweimal. Da gibt es eine Situation, dass man wirklich im Backstage ist und darauf wartet, dass ich komme. Aber nur meine Figuren sind schon da. Ja. Und dann halten sich dann, der Rute, der kommt wieder nicht vom Klo oder sowas. Das habe ich gemacht, aber mich dann gar nicht gezeigt. Das fand ich irgendwie... lustiger. Da wäre auch der Bruch zu stark gewesen von diesem Cartoonisten zu dem Typen, der dann auf die Bühne kommt. Das hätte ich irgendwie falsch gefunden. In den Einbildwitzen komme ich, glaube ich, also maximal noch ein zweites Mal, aber es fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. So spannend ist mein Alltag dann auch nicht. Es kommt nicht immer der Tod vorbei. Ja, guck mal, bei mir ist das ja anders. Ich bin doch häufiger drin. Ich habe den ausgesucht natürlich, weil der jetzt zu deinem passt. Dieser ganze Podcast existiert ja nur, weil mich immer die kreativen Prozesse interessieren. Und in diesem hier haben wir versucht, das mal sichtbar zu machen. Ja, Marc-Uwe steht im Flur am Telefontischchen neben seinem Wählscheibentelefon und spricht. Alles klar, verstehe. Schau einfach, wie weit du kommst, Bernd. Aus dem Off kommt eine zweite Sprechblase. Mit einem großen Fragezeichen darin. Zweites Bild. Marc-Uwe legt auf, das Känguru kommt dazu. Das Känguru ist ein Apfel. Ach so, verstehe. Im vorherigen Bild war das Bild noch untermalt mit Graustufen. Jetzt ist es nur noch eine reine Strichzeichnung. Wer ist Bernd? Bernd ist unser Zeichner. Nächstes Bild. Langsam aber sicher... verliert der Zeichner anscheinend an Aufmerksamkeit. Das Bild wird immer simpler. Jetzt ist es nur noch die Bleistiftvorzeichnung. Du kannst mit unserem Zeichner telefonieren? Er hat Stress mit Homeschooling und so und weiß nicht, ob er den heutigen Comic rechtzeitig fertig kriegt. Nächstes Bild. Jetzt ist es nicht mal mehr eine richtige Bleistiftvorzeichnung, sondern nur noch ein Skribbel. Marc, Uwe und das Känguru schauen verwundert nach oben. Hat wohl nicht geklappt. Der nächste spielt wahrscheinlich in einem Dunkelrestaurant. Super, das war nämlich genau der, von dem ich gehofft habe, dass du ihn mit reinnimmst, weil natürlich mich, ich kenne die Situation selbst, das ist ja während Covid entstanden und die Kinder nicht in der Kita, sondern zu Hause und Zeitdruck und das hat mich alles total abgeholt. Plus, schöner Meta-Gag, das funktioniert halt nur im Comic, das ist super. Also war ich schon mal in einem Dunkelrestaurant. Das Interessante hier ist, was mir gerade aufgefallen ist, wenn da steht, Bernd hat Stress mit Homeschooling, könnte auch bedeuten, dass Bernd noch in die Schule geht. Also, dass ich mir einen Teenager gesucht habe, der diese ganzen Comics malt. Der nächste spielt ja tatsächlich in einem Dunkelrestaurant, war da nur Sprechblasen. Und das ist immer passiert, kann ich jetzt verraten, wenn Bernd wirklich einfach keine Zeit mehr hatte. Und wir haben ja einen täglichen Comicstrip gemacht und es gibt immer mal wieder welche, die im Dunkelrestaurant spielen. Das war immer, wenn Bernd mich angerufen hat, gesagt, ich schaff's nicht, ich schaff's einfach nicht. Und dann sind sie wieder ins Dunkelrestaurant. Und erstaunlich, wie viel im Dunkelrestaurant passieren kann. Mein Liebster ist, wo sie um die Rechnung betteln, wer bezahlen muss, und sie spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Und ich sag Papier und das Känguru sagt Schere. Warst du schon mal in einem Dunkelrestaurant, wirklich? Ja. Ja. Ich war tatsächlich schon mal im Dunkelrestaurant. Also das ist, also es gibt ja auch in den Känguru-Chroniken die Geschichte, wo wir im Dunkelrestaurant sind. Das ist wirklich eine der wenigen Geschichten, die komplett so ungefähr
Fast. Passiert sind. Na gut, wir haben ja einen täglichen Comicstrip gemacht und das war anstrengend. Das glaube ich. Was ist deine Frequenz? Du bist ja dein eigener Chef, quasi. Kann man das so sagen? Du hast es ja gerade getan, also kann man es anscheinend so sagen. Ja, es gibt ja keinen Anspruch außer an mich selbst. Die Idee, als ich mit Shit Happens begonnen habe, war, dass ich ohne irgendeine Redaktion, ohne irgendeinen Verlag einfach das mache, was ich persönlich witzig finde. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das alle hier wissen, als ich begonnen habe, so professionell mir irgendwie was im Humorbereich auszudenken, da war ich erstmal Autor für andere und habe zum Beispiel mir Captain Blaubeer Geschichten ausgedacht für die Comicreihe, aber auch fürs Mike-Heft der Volksbanken, so ein Kundenheft, das habe ich getextet. Ich war selbst auch ein Kind, als ich die Geschichten für andere Kinder gemacht habe. Das war schon ganz, ganz lustig. Dann bin ich da so reingerutscht, dass ich mit einmal so, ja, eigentlich so Auftragsautor mehr oder weniger war. Also ich habe immer mir Geschichten für Charaktere ausgedacht, die nicht aus mir sprachen. Dann habe ich fürs Mad Magazin gearbeitet und da war es eigentlich auch eher so, dass ich mich oft so nach der Redaktion richten musste. Also es hat so ein paar Jahre gedauert, bis ich solche Comics, wie wir sie eben gesehen haben, die einfach ja ohne irgendwelche festen Vorgaben scheinbar entstanden sind, bis ich die machen durfte, weil die dann gemerkt haben, okay, die Leute, die das Magazin lesen, die finden meine Sachen ganz gut, jetzt lassen wir immer so ein bisschen von der Leine. Davor war ich immer unter irgendwelchen Auflagen immer gesagt, ja, wir brauchen jetzt einen Comic zur WM, wir brauchen ein Thema mit Verona Pot, wir brauchen lauter so Sachen und das war furchtbar. Ich hatte da gar keine Lust drauf, ich hatte aber Lust, regelmäßig zu produzieren und es gab ja doch kein Social Media, ich wollte mir ein Publikum erarbeiten. Dann habe ich gedacht, nee, komm, so einmal die Woche oder zweimal die Woche ein Bild auf deiner Website, die ich schon hatte seit 1999 oder so, das kriegst du irgendwie hin. Mache ich jetzt. Und der Anspruch war, ich glaube, ich habe es relativ lange durchgezogen, zweimal die Woche ein neues Witzbild auf der Website. Und dann habe ich irgendwann mit den YouTube-Videos angefangen und die haben so viel Zeit gefressen, das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Weil beim Video ist es ja nun mal so, zumindest in meinem Fall, bevor wir überhaupt animieren, ich muss es mir, also erstmal schreibe ich ein Skript, ich muss mir erstmal ausdenken, schreiben, dann muss ich storyboarden, das heißt, ich mache eigentlich erst das Ganze einmal als Comic, dann vertone ich es auch, mache das Sounddesign, habe die Musik teilweise noch selbst gemacht, spreche alle Figuren und dann beginnt die Animation und das hat, naja, für so ein 8-minütiges Video braucht man manchmal 3 Monate. Und da kann man davon leben. Also ich kann dir versichern, dass du mit Animation auf YouTube das niemals schaffen wirst, davon zu leben. Das ist einfach zu zeitaufwendig. Ja. Da musst du Let's Plays machen oder Schminktutorials. Abonniert doch meinen Zweitkanal. Ist das spannend? Ist es ein Let's Play oder ist es ein Schminktutorial? Ist es ein Mashup? Ist es ein Let's Schmink? Findest heraus. Ja, nee, das geht nicht, aber das war auch nicht so schlimm, weil in meinem Fall war es ja so, also erstmal habe ich die Videos gemacht, weil ich es wollte. Ich wollte das im Bewegtbild sehen. Ich hatte mit einmal sowas wie diese Charaktere aus der HNOWG, wo ich das Gefühl hatte, mit denen möchte ich mehr erzählen. Ich hatte Comics aus dem Mad Magazin, wie das mit der Ente oder so, wo ich gedacht habe, ah, das kann man super als Film erzählen und diese Sprechblase, die so rechts aus dem Bild kommt, dass das so eine Off-Stimme ist und Spannung aufbaut und was passiert denn jetzt? Mhm. Ich wollte gerne mit diesen Elementen arbeiten, einfach, dass alles zusammenkommt, was ich gerne mache, diese Figuren sprechen, Sounddesign, Musik und naja, das ist halt, wenn man Comic diese Elemente noch dazu gibt, dann ist es ja Film. Ja, das hat mir total Spaß gemacht und deswegen nahm das aber auch mit einmal ganz andere Zeiten Aufwand. Aber dann habe ich die Live-Shows gemacht und da konnte ich die Videos dann quasi erst verwerten, das heißt fürs Publikum, was in meine Shows kommt, die bekamen exklusiv Videos zu sehen, die es nicht auf YouTube gab und über die Show und die Eintritte und das Touren war das dann bezahlt und dann habe ich die quasi hinterher noch den Leuten auf YouTube geschenkt und dann war es auch egal, ob man damit Geld verdienen konnte oder nicht. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, du hast ja mit Comics also einer Bildfolge angefangen und bist bei den Cartoons gelandet. Ist das auch dem Internet geschuldet? Hast du quasi das Gefühl gehabt, dass diese Einbildformate auf Social Media, im Internet, auf deiner Webseite besser funktionieren? Wo kam der Switch? Wann kam die Entscheidung? Also das Erste, was ich mal sagen muss, ist, dass ich eigentlich immer Film machen wollte. Aber als kleiner Junge in den 70ern auf dem Land in Bielefeld kommt keiner zu dir und sagt, wir machen jetzt mal hier einen Trickfilm mit dir, sondern da war dann für mich die Rampe Comics. Und Comic ist eigentlich ein Medium, was in deinem Kopf ja zum Film wird. Und das wollte ich eigentlich immer machen. Und umso mehr die Frage.
Wie bist du denn von vielen Bildern zu einem gekommen? Es war halt der Umweg, dass ich dann, nachdem ich diese, eigentlich habe ich das ja eben schon gesagt, wenn ich diese ganzen Auftragssachen, nenne ich es jetzt mal, wo ich halt für andere getextet habe, was eine super Schule war, weil ich einfach abliefern musste, weil es Abgabetermine gab. Natürlich auch das erste Mal so als Künstler ein bisschen Geld in die Kassen spülte, das war super. Aber es war nicht mein Humor. Und deswegen habe ich nach was gesucht, was mir einfach und schnell die Möglichkeit gibt, meinen Humor zu transportieren. Und an so einem Witzbild sitze ich ungefähr mit allem Vorzeichnen und Farbe 2 Stunden. Aber so ein Comic dauert deutlich länger. Ich weiß. Ja, ja, eben. Und vor allem, was unglaublich nervig ist, ich habe ja auch mal einen Comic-Strip gemacht, das ist schon Ewigkeiten her, aber wenn die Figuren, das ist für mich das Allerschlimmste, deswegen Respekt an Bernd, manchmal passiert ja vom einen Bild zum nächsten fast nichts, aber du zeichnest es trotzdem nochmal, das heißt, die Figuren sitzen da und das Känguru hat nur so leicht den Kopf gedreht oder zieht eine Augenbraue hoch, du zeichnest das aber neu. Mhm. Natürlich kann man auch ein bisschen heutzutage Copy-Paste, aber eigentlich machst du es nicht und das nervt. Da habe ich gar keine Lust drauf, dasselbe nochmal zu zeichnen. Ich zeichne gern starke Posen, ich liebe es, Gesichtsausdrücke zu zeichnen und nichts finde ich langweiliger, als wenn die zweimal das gleiche machen. Apropos, wir haben hier ein Cartoon von dir. Es ist eine Wahrsagerin, wie man an einem Plakat hinter ihr sieht. Eine Frau, die wahrscheinlich aus der Hand liest und an ihrem Tisch sitzt ein Nashorn. Die Hufe, sagt man das bei einem Nashorn? Das gibt voll den Shitstorm auf allen Social Media. Nashornhufe! Dieser Trottel. Ein Nashorn streckt seine Hufe aus. Hinter dem Nashorn steht ein Pirat, offensichtlich mit 2 Haken statt Händen. Und hinter dem Pirat eine Krabbe. Mit Scherenhänden. Und die Handleserin sagt: Ich kann so nicht arbeiten. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass du den raussuchst. Schön. Ja, den mochte ich. Der ist einfach sehr albern. Ne? Das ist, ich mag ja albern. Hier, der da. Der ist an sich schon lustig, ne? Ohne die Sprechblase. Also man sieht einen Baum. Neben dem Baum steht eine Schaukel. Ein Igel schaukelt und er ist offensichtlich zu weit geschaukelt und hängt jetzt im Baum. Mit den Stacheln. Es ist, glaube ich, lang nicht so witzig, wenn man das beschreibt, aber er hängt mit den Stacheln in diesem toten Baum fest und der Igel sagt: Mama? Ja, wie lange hängt er da schon in diesem Baum? Ja, genau. Oh, das liebe ich ja auch. Du kannst dir jetzt ja ausmalen, ne? Wie lange ist die Mutter überhaupt noch da? Ist er allein auf den Spielplatz gegangen? Es wird ja immer dramatischer, je länger du drüber nachdenkst oder lustiger. Das ist das Tolle an so einem Einbild, ne? Dass du wieder auch da viel mehr selbst dir noch dazu dichten kannst. Also hast du sofort die visuelle Pointe im Kopf? Gehst du oft von der aus? Ist es ein Mischmasch oder kommst du mehr von der Pointe in der Sprechblase und gibt es etwas, was du mehr magst? Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Also wenn der Gag sehr visuell ist, ist eigentlich immer das Bild zuerst da. Hier ist vollkommen klar, ich habe überlegt, also ich denke oft in irgendwelchen Tierkategorien, Löwen fressen Zebras, was kann mit Löwen und Zebras passieren? Ameisenbären haben eine lange Schlabberzunge, wo können die reinstecken, dass da irgendwas Verrücktes passiert? Schneiden wir raus. Igel haben Stacheln. Es war nicht pervers, bis jemand im Publikum gelacht hat. Also es war nicht dein Fehler in dem Moment, finde ich. Da können wir jetzt nichts dafür. Die Leute haben ihre eigene Fantasie. Tiere bieten sich halt fantastisch an, um mit denen irgendwelche skurrilen Situationen zu erschaffen, weil dieses Fabelthema, Menschen lieben Tiere, die irgendwas machen zu lassen, was für Menschen ganz normal ist. Du setzt dir einfach in diese Situation rein. Ich habe den Igel in meinem Kopf auf die Schaukel gesetzt und geguckt, was passiert. Ja, natürlich bleibt er irgendwo hängen. Super. Und wie mache ich es noch? Wie erzeuge ich noch mehr Verbindungen zu der Leserin, dem Leser, indem der halt herzreißend Mama sagt? Dann war hier eindeutig das Bild zuerst da. Und manchmal habe ich halt irgendeinen Satz, den habe ich gehört oder ich sage das selbst immer, wie lustig wäre das, wenn man da irgendwie eine gute Situation so schafft und versuche dann, das total rauszunehmen aus der Situation, in der der Satz eigentlich entstanden ist. Kann man davon leben? Bestes Beispiel. Werde ich dauernd gefragt, aber selten vom Sensenmann. Und dann habe ich gedacht, was wäre das Absurdeste? Wer könnte mich das fragen? Und da ist aber tatsächlich der Text natürlich zuerst da gewesen. Den mag ich auch sehr. Es sind deine Geier, wie wir festgestellt haben, auch schon eine Figuren, die wieder auftauchen. Sie sind in der Wüste, 3 Geier. Sie sitzen auf einem Kadaver eines Bisons, danke. Auf dem Kadaver sitzt auch noch ein Küken. Ein kleines, niedliches, gelbes Küken.
Mit blutigem Fleisch. Mit blutigen Fleischfetzen im Mund. Mein Gott, du sagst doch. Und der Geier sagt: Leute, das ist Philipp aus Paderborn. Er macht ein Praktikum. Und das Küken sagt: Wolf, Wolf. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Es ist auch mit Abstand der blutigste Cartoon, den ich hier gemacht habe. Und hier war es natürlich vollkommen klar, dieser Kontrast war nötig, um zu zeigen, ja, der macht ein Praktikum als Aasgeier. Also, da machst du dich halt schmutzig bei, das geht nicht anders. Der Philipp aus Paderborn und er macht seinen Job gut. Wie oft überarbeitest du so einen Cartoon, bis er sitzt? Machst du das überhaupt oder sitzt er sofort? Ja, also das würde ich wahrscheinlich enttäuschen, gar nicht. Ich bin auch sehr faul. Ich zeichne auch nicht so gerne. Also die Scribbles sind eigentlich, da versuche ich schon immer so die Essenz, so der Blick und die Bildkomposition, dass das alles sitzt. Und das pause ich dann im Grunde durch, übertrage das, versuche ein bisschen detailreicher zu werden und noch mehr auf den Punkt. Und da gibt es nicht so viel groß Korrekturen, Überarbeitung. Man könnte sagen, das sitzt von Anfang an perfekt. Oder ich habe halt einfach wirklich bin kein zu faul, Bock mehr, das zu überarbeiten. Ja. Ich denke mal, wenn es passt, dann passt es. Ja, ist klar. Guck mal. Erstes Bild. Bernd sitzt an seinem Zeichenbrett. Auf dem Papier sehen wir ein Känguru und neben ihm steht ein Tastentelefon, Festnetz und klingelt. Tut, tut. Nächstes Bild. Der Kleinkünstler steht bei sich im Flur an seinem Wählscheibentelefon und spricht mit Bernd. Hey Bernd, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das Känguru ist nicht ganz glücklich damit, wie es aussieht. Nächstes Bild. Kleinkünstler steht immer noch am Telefon, Känguru kommt jetzt dazu und guckt ziemlich erzürnt. Ein bisschen jünger fände es gut, die Ohren nicht so lang. Und die Augenringe, sag ihm, die Augenringe sollen weg. Nächstes Bild. Super niedliches Känguru. Ultra kawaii, mit riesigen Augen, Glänzaugen, steht da und hat die Hände immer verschränkt und ist eingeschnappt. Das ist halt eine Herzchennase. Herzchennase, um ihn rum, blinkt es, glitzert es. Es sieht aus wie eine Gummibärenbande trifft Känguru-Koning. Sehr witzig. Aber ich muss sagen, ich bin voll bei Bernd. Ich hätte das gerne so weitergelesen. Also die Augen sind natürlich zu viel. Das ist tatsächlich diese riesigen Pupillen. Aber ich finde, dass das mit der Ästhetik, natürlich ohne die Herzchen drumherum und so, aber die knuddeligen Figuren, der Strip hätte genauso gut funktioniert. Ja, tatsächlich. Ich liebe die Glubschis auch, so haben wir sie genannt, Glubschis. Ich habe das relativ früh geschrieben, das war eine der ersten Storylines, die ich geschrieben habe und die Redaktion von der Zeit hat immer lasst uns das noch ein bisschen später machen, noch sind die Leute nicht so weit. Aber irgendwann haben wir es dann einfach gemacht. Und wie war die Reaktion? Ja, die Leute, alle lieben das Glubschi-Cam. Und du hast keine Anfragen bekommen von Stofftierherstellern oder so, das schreit doch danach. Die Stofftierhersteller wollen alle das Neinhorn machen, aber... Aber ich hätte mir so ein Glubschi-Mark-Uwe schon auf die Tagesdecke gelegt. Ich sag's, wie es ist. Bisschen weird auch. Aber ich habe das ausgesucht zu Philipp, dem Praktikanten, weil es mit Niedlichkeit arbeitet, nicht wahr? Und auch mit dem Kontrast. Also du hast eine niedliche Figur, die in deinem Fall jetzt ein Tierkadaver frisst oder hier einfach total sauer ist. Darüber, dass sie niedlich ist. Genau, also das finde ich ja deswegen, weil die Themen, die ihr in dem Strip behandelt, die sind ja teilweise total politisch oder überhaupt auch eigentlich ernst, ne, auch mit Covid und dem Krieg. Und wenn das diese wirklich niedlichen Charaktere machen, finde ich tatsächlich diese Fallhöhe nochmal einen Schritt mehr. Also mir hat es gut gefallen, ich hätte das gerne so gesehen. Meine Frage ist, glaube ich, oft entsteht der Humor ja im Kontrast. Ich nehme an, du versuchst ihn bewusst herzustellen, ne? Wir müssen mal von einer Sache gerade wegkommen. Also falls du denkst, ich könnte das auch anders zeichnen, irrst du dich. Ich habe eine Grenze. Also Bernd hat ja offensichtlich Bandbreite. Der könnte das jetzt so zeichnen. Bandbreite. Ja, genau. Der könnte das wahrscheinlich ultra realistisch zeichnen. Ich kann nicht anders zeichnen, als so wie ich zeichne. Ich habe nicht die Möglichkeit, das irgendwie anders aussehen zu lassen, detailreicher oder so. Sondern die Viecher haben, die Menschen haben die großen Nasen, die Tiere sehen aus, wie sie aussehen. Ich habe da keine Optionen. Das heißt, beim Zeichnen versuche ich einfach im Rahmen meiner Möglichkeiten das so aussehen zu lassen, dass ich das Gefühl habe, das erzählt den Gag jetzt am besten. So, und die Geier sehen eben aus, wie die Geier aussehen. Und Philipp ist dann eben niedliches gelbes Küken. Aber ich habe nicht die Option, das irgendwie groß anders
aussehen zu lassen. Hängt schon auch damit zusammen. Ja, aber ja, pass mal auf. Also wo du jetzt dein Licht zu unter den Scheffel stellst, ich zeig dir mal was. Wie soll ich das denn jetzt das beschreiben? Ja, danke, Marc. Wir sehen halt eine hingerotzte Zeichnung von vermutlich dem kleinen Künstler, der etwas sagt. Jeder, der dich kennt, weiß, du bist so kompetent wie die PR-Abteilung von Nordkorea. Yeah. Nächstes Bild. Im ähnlichen Stil kommt das krampig gezeichnete Känguru hinzu. Was soll das? Das war eine Herausforderung zum Battle-Rap. Nächstes Bild. Es ist nicht viel passiert. Nein, das ist alles hier. Achso, Bernd und ich haben getauscht, er schreibt und ich zeichne. Nächstes Bild. Die Landkarte von Sylt sagt was. Überzeugt mich nicht. So, wer hat's wirklich gezeichnet? Ich. Wirklich? Ja, ja. Die Sache ist die, ich hatte das geschrieben, ja. Und Bernd hat es gezeichnet, hat es schlecht gezeichnet und es war lächerlich gut. Es war immer noch so gut, dass ich dachte, Bernd, das ist nicht dein Ernst. Ja, das. Und da habe ich gesagt, guck mal, ich zeichne dir das. Das ist ernsthaft, so gut kann ich zeichnen. Insofern, apropos Hersteller, hier hat mich jemand angefragt, hat gesagt, er würde das gerne auf ein T-Shirt drucken. Die Landkarte, die Landkarte von Sylt, die sagt, überzeugt mich nicht, aber eigentlich ein Känguru ist. Und ich kann das nachvollziehen. Das ist ein geiles T-Shirt. Ich würde, ja. Man kann das in so vielen Momenten, in so vielen Meetings auf der Arbeit. Das ist das offizielle Merchandise-Produkt von Norderney. Sylt, überzeugt mich nicht. Schön gezeichnet. Danke. Das war für mich wirklich so ein toller Moment, weil ich auch Comics liebe, seit ich klein bin und einfach... Ja, das merkt man. Also du denkst ja auch wie ein Comiczeichner tatsächlich. Aber ich war so zeichenbeschränkt. Als ich Bernd getroffen habe und dann gemeint, ah, guck mal, ich musste ihm nur sagen. Aber wie viele gute Teams gibt es, die das genauso gemacht haben, ne? Uderzo, Gostini und einfach, wenn man irgendeine Sache nicht kann, dann gibt man die eben ab. Das ist doch fantastisch. Die Frage ist ja, hast du ihn trotzdem bezahlt für diesen Streifen? Ja, ich bin trotzdem bezahlt. Das ist fair. Ja. Gut, gut. So, hier, komm, jetzt einer von dir. Ja, liebe Podcast-Zuhörer, wie ihr gerade mitbekommen habt, ist das schon wieder ein sehr visueller. Zwei Koala-Bären stehen auf einer Bühne. Stehen auf Sylt. Auf Sylt, auf der Freiluftbühne in Sylt. Okay. Einfach anfangen, Sachen zu beschreiben, die gar nicht im Bild sind. Kriegen sie überhaupt nicht mit. Dahinter, Norderney. Ja. Man sieht das alles nicht, weil ein roter Vorhang davor ist. Aber ein Koala-Zauberer. Mit ihm auf der Bühne ein weiterer Koala, dem das Gesicht ins Ohr gezaubert wurde. Wie willst du das sonst beschreiben? Ja, du hast es doch ausgesucht. Also das Gesicht ist halt nicht in der Mitte, sondern im vom Betrachter aus gesehen linken Ohr. Und der Koala ist aber gut drauf. Und er sagt... Echt cool. Und jetzt wieder zurück. Und der Zauberer guckt eher konsterniert und sagt... Zurück? So, wie bin ich darauf gekommen? Ja, wie bist du darauf gekommen? LSD. Say no more, alles klar. Ich kann es dir tatsächlich sagen, wie ich drauf gekommen bin. Bitte. Und zwar aus der völligen Not heraus, weil wir befinden uns hier im, ich würde sagen, Jahr 2 nach diesem HNO-Cartoon. Das heißt, ich hatte die Figuren in diesen Witzbildern eingeführt. Es gab, glaube ich, das erste Video. Nee, es gab noch nicht das erste Video. Ich hatte aber damit angefangen, Nashorn, Koala und Giraffe in den Witzbildern einzuführen. Aber mir fielen immer weniger Gründe ein, die da drin unterzubringen. Und deswegen habe ich nach Sachen gesucht, was kann ich noch so mit der Körperlichkeit dieser Tiere machen. Und beim Koala ist es halt, dass diese drei Ohren, genau wie bei Mickey Mouse, irgendwie alle, das ist eigentlich dreimal der Kopf. Klingt total beknackt, ne? Aber dann sitzt du mit einmal und denkst drüber nach, da ist irgendwo ein Gag drin, da ist irgendwo ein Gag drin, du kriegst es hin, da ist irgendwo... Und dann habe ich angefangen, das Gesicht halt nach links zu schieben und war das super lustig. Dann habe ich gefragt, wie ist es dazu gekommen? Natürlich,
Zauberer. Und dann habe ich gedacht, wo ist der Konflikt? Weil für eine gute Pointe brauchen wir natürlich immer irgendeine Konfliktsituation. Das heißt, der Zauberer hat das verzaubert und der Verzauberte denkt, super, und es geht aber halt nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, wir sind bei einem Arzt. Im Hintergrund sehen wir ein Poster einer Brustvergrößerung. Es handelt sich offensichtlich um einen Schönheitschirurgen. Der Schönheitschirurg hat das Bild eines Einhorns in der Hand. Vor ihm sitzt das Nashorn als Patient und der Schönheitschirurg sagt: Geht, wird aber nicht ganz billig. Also hier muss man mal dazu sagen, dass das so ein visueller Gag ist. Da habe ich dann das Pech gehabt, oder das ist einfach, ich glaube, der ist für Cartoonisten relativ naheliegend. Ich habe danach oft gesehen, es gibt einen relativ mit der recht bekannten Cartoon von einem Nashorn auf so einer Treadmill, so einem Laufband, was dann so ein Foto hängen hat von einem Einhorn. So quasi, da will es mal hinkommen, das will es mal schaffen. Da habe ich dann später gesehen, habe gedacht, ah ja, okay, Nashorn, Einhorn, da sind Leute auch drauf gekommen. Aber ich fand den Satz so gut. Geht, wird aber nicht ganz billig. Und sehr schön, wie du es, also das hast du jetzt zum Beispiel perfekt, hast du dieses Bild beim Publikum, die uns nur zuhören, aufgebaut. Woran erkennen wir überhaupt, dass wir uns hier beim Schönheitschirurgen befinden? Das ist es ja. Es ist super gefährlich. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass manchmal bei der Übertragung von dem Scribble zum fertigen Comic oder Cartoon Sachen verloren gehen. Ne? Also ein Gesichtsausdruck, eine Augenbraue, die im Scribble perfekt war. Der Gesichtsausdruck war einfach, es war alles da. Und bei der Überarbeitung in der Farbversion, einfach weil ich viel sauberer zeichne, ist dieser Ausdruck weg. Ich weiß nicht warum, das kann passieren. Und hier war es total wichtig, bei so einem Einbildwitz, alles, was du reinstellst, diese Blumenvase, dieser Blumentopf da links, ne? Wenn ich jetzt noch anfangen würde, auf dem Boden liegt ein Zauberwürfel, einfach nur so aus Scheiß, weil, oder von der Decke hängt eine Lampe, alles kriegt ab. Eine Bedeutung, alles ja. Lenkt ab und kann die Pointe tatsächlich abschwächen oder vernichten. Ja, das ist ja fast schon im Brechtschen Sinne eine Minimierung dessen, was auf der Bühne steht. Ach, ja. Du hast mir erzählt, du hast 2500. Ja, also Cartoons gemacht? Mindestens, ja. Ich glaube, inzwischen sind es mehr. Ich habe irgendwann mal vor 3-4 Jahren, habe ich das gezählt und dann habe ich aufgehört zu zählen. Aber seitdem sind ein paar hundert dazu gekommen, ja. Und meine Frage ist, und das hast du ja gerade schon angedeutet, wie oft hattest du diese Situation, dass du einen Cartoon gemacht hast, den auch toll fandest und dann dachtest, fuck, den gibt's schon? Nicht so oft, wie man... Vielleicht jetzt, nee, ja. Tatsächlich nicht. Also gut, man muss dazu sagen, ich scanne jetzt auch nicht jeden Tag das Internet. Wahrscheinlich, also wenn man jetzt so dem New Yorker folgt oder so, also die halt auch tolle Cartoonisten haben und dann darüber dann auf Instagram die einzelnen Cartoonisten entdeckt, denen auch folgt, die liken und empfehlen mal wieder Kolleginnen und Kollegen, dann folgst du denen auch noch und dann kann es immer mal passieren, weil du einfach so vielen Kolleginnen und Kollegen folgst, dass da mal was dabei ist, was so sehr in die Richtung geht oder so, oder wo ich denke, okay, noch ein halbes Jahr und da wäre ich bei mir auch drauf gekommen, weil da ist jetzt auch was mit vermenschlichten Bäumen oder so, was ja in meiner Cartoon-Welt eine große Rolle spielt und die machen das vielleicht, keine Ahnung, einmal alle 10 Jahre, aber der hätte dann auch zu mir gepasst. Das gibt es, aber das passiert viel, viel seltener, als man denkt und zeigt mir immer wieder, ja, ne, es ist irgendwie doch noch nicht jeder Witz gemacht worden und du kannst immer mit einer Abwandlung dem trotzdem noch deine Richtung geben. Ja, also ich meine, der Koala mit dem Gesicht im Ohr, das ist originär deins, da wette ich drauf. Also für mich ist auch das Entscheidende, das passiert, selbst wenn es da mal passiert, wenn ich sehe, okay, jemand anderes hatte die Idee auch, wenn ich den vorher nicht gesehen habe, bleibt es ja meine Idee. Absolut. Also das nehme ich dann mir und den anderen Leuten auch nicht krumm. Und umgekehrt kann das auch passieren. Ich hatte auch schon, dass ich bei einer Kollegin oder einem Kollegen was sehe und denke, okay, hatte ich neulich bei meinen Freunden von Hauk und Bauer. Das ist dann halt so. Ja. Oft ist ja auch irgendwie ein anderer Twist noch drin. Genau. Wir sehen einen Hai, relativ aufgeregt am Telefon. Hinter ihm ein Mann auf einer Luftmatratze, also alles spielt im Meer natürlich und der Mann ist schon leicht sonnengebräunt oder auch sonnenverbrannt und der Hai sagt: Caroline, ich muss jetzt langsam mal, mein Essen brennt an. Gibt's als Video. Ja, klar. Und da musste ich natürlich ein bisschen Strecke machen und die ersten 40 Sekunden telefoniert dieser Hai wirklich mit Caroline. Ah ja. Und die unterhalten sich über Sharknado 8 und sowas und dass der Neffe eine Ausbildung zum Zahntechniker macht, weil aber keinen Job findet, weil bei Haien die Zähne immer gleich wieder nachwachsen in der nächsten Reihe und so. Also ich habe alles rausgeprügelt aus diesem Gag, was da rauszuholen war. Wie arbeitest du? Also
machst du viel von Hand? Ab wann gehst du auf einen Computer? Hast du so ein Zeichentablet? Also ich bin komplett 1990 unterwegs. Ich habe alles schon mal am Tablet eine Zeit lang gemacht. Und Paint. Microsoft Paint und dann Comic Sans. Gibt's übrigens auch, muss ich, also wirklich, geht mal auf Instagram und sucht nicht nur nach Paint Comics, da gibt's natürlich auch welche, die absichtlich krampig gezeichnet sind oder sowas wie Erzähl mir nichts, kennst du vielleicht auch, die Comics sind auch in Paint gezeichnet. Das soll dann nicht so toll aussehen, aber es gibt da Leute, die aus Paint auch das Maximum rausholen. Ohne Quatsch, ich finde, Werkzeuge werden überschätzt. Oder auch bei den Kollegen von Hauck und Bauer, die einfach mit Schwarz-Weiß, die könnten mit Kugelschreiber auf Serviette arbeiten und es wäre immer noch lustig. Das ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, dass ihr irgendwie die tollsten Arbeitswerkzeuge habt, dass ihr das an einem MacBook macht oder so. Das ist alles vollkommen egal. Wichtig sind die Ideen und die Leidenschaft und Liebe, die ihr versucht, mit den Charakteren rüberzubringen. Der einzige Job von so einem Cartoon ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Und das hat einfach nichts mit dem Werkzeug zu tun. Ich zeichne mit Feder und Tusche auf Zeichenkarton oder habe ich. Inzwischen bin ich komplett einfach zu Filzstiften gewechselt tatsächlich. Scanne das ein und koloriere am Computer. Werde jetzt auf kurz oder lang aber demnächst wieder bei komplett digital landen. Was spätestens, wenn wir in die Produktion von dem Kinofilm gehen, werde ich in einem Arbeitsfluss sein mit anderen Leuten, wo ich mir das nicht mehr leisten kann, das erst noch über so eine Originalzeichnung auf Papier zu machen, weil das einfach sinnloser Zeitverlust ist. Und ich habe das bis jetzt immer gemacht, weil ich auch gerne habe, Originale zu besitzen. Die versteigere ich auch manchmal und so. Und das geht halt nicht mehr, wenn das alles digital ist. Und das finde ich so ein bisschen schade. So mache ich das halt halb auf Papier, halb digital. Wir sehen im ersten Bild eine Nahaufnahme vom Känguru vergraben hinter einer Zeitung. Die große Schlagzeile auf der Titelseite der Zeitung lautet: Lockdown-Lockerungschaos. Weißt du, dass der Slogan des Bundesrats 16 Länder ein Ergebnis lautet? Zweites Bild. Das Känguru senkt die Zeitung, wir sehen sein Gesicht. Es ist die Glubschi-Version vom Känguru. Das ist ja wohl der totale Hohn. Er sollte besser... Nächstes Bild. Wir sehen nun in einer weiteren Einstellung, dass Glubschi-Känguru neben dem Kleinkünstler an einem Tisch sitzt. Der Kleinkünstler lacht sich kaputt. Wie du aussiehst. Nächstes Bild. Der Kleinkünstler bricht zusammen. Er lacht sich kaputt. Er kann nicht mehr. Er ist völlig fertig. Glubschi-Känguru stemmt die Arme in die Seiten. So funktioniert das nicht. Gib mir sofort die Nummer vom Zeichner. Nächstes Bild. Glubschi-Känguru im Flur neben dem Wählscheibentelefon. Empört. Und deswegen denke ich, dass es im Interesse des Comicstrips und damit natürlich auch in deinem eigenen ist, dass meine Figur eine gewisse Würde ausstrahlt. Nächstes Bild. Glubschi-Känguru immer noch an seinem Wählscheibentelefon, ist richtig pisst. Hinter ihm der Kleinkünstler. Er lacht sich immer noch kaputt. Du siehst aus, als hätte jemand eine Manga-Figur mit einem Plüschtier gekreuzt und du hast eine Herzchennase. Nächstes Bild. Bernd an seinem Zeichentisch. Neben ihm das Telefon, er hält es ans Ohr und er zeichnet einen Glubschi-Känguru. Aus dem Telefon kommt eine Sprechblase. Außerdem macht sich Marc-Uwe die ganze Zeit über mich lustig. Bernd antwortet: So, so. Das letzte Bild des Strips zeigt den Kleinkünstler in einer Glubschi-Version. Eine kleine Sprechblase ist über seinem Kopf. Kacke. Ja, das waren für mich die allerschönsten Momente, wenn ich Bernd so ein Skript schicke und dann kriege ich so ein Bild zurück und ich denke, ja, 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 genau. So hatte ich mir das vorgestellt. Das kann also, auch wirklich gut. Hast du das in dir selbst, in einer Person? Das ist die Idee und dann zeichnest du so und denkst, ja, Ralf, genau, so. So hatte ich mir das vorgestellt. Die ganze Zeit. Ja, yeah, that's the story of your life. Nein, tatsächlich, also ich sage ja immer, wenn ich selbst nicht lustig finde, was ich mache, wie kann ich von meinem Publikum erwarten, darüber zu lachen? Also den Anspruch sollte man schon haben, dass man selbst in irgendeiner Form das mag, was man da macht, sonst ist das, glaube ich, vergeudete Zeit. Ja. Oh Gott! Ich fand den Wahnsinn! Was hast du hier rausgekramt, Mann? Ich finde den spannend. Ja, lies vor. Ja, also, wir haben eine Hüpfburg. Ein Schloss.
Zwei Kinder hüpfen drin, freuen sich total. Offensichtlich auch in der Hüpfburg ein Folterknecht und ein Mann auf einer Streckbank, die beide durch die Hüpfburg und die hüpfenden Kinder immer wieder in die Luft geschleudert werden. Und der Folterknecht sagt: Ich kann so nicht arbeiten. Auch LSD nehme ich an. Also, weißt du noch, also ich habe den mit reingenommen, weil mich wirklich interessiert hat, wie du darauf gekommen bist. Ja, das ist tatsächlich erschreckend einfach. Das ist wirklich super platt, einfach ein Wortspiel. Ich habe überlegt, Hüpfburg. Ja, ist auch nur eine Burg. Was ist in der Burg? Ein König, ein Hofnarr, ein Folterknecht. Und dann habe ich mit einmal die beiden in dieser Hüpfburg hüpfen sehen. Das war wirklich so dran langgehangelt an diesem Wortspiel. Banal. Und schön. So, ach, oh Gott, ja. Man sieht eine Schildkröte. Sie guckt nach hinten auf ihren Panzer. Da ist ein Zettel von der Deutschen Post. Und die Schildkröte sagt: Ach komm. Und auf dem Zettel steht: Wir haben sie nicht zu Hause angetroffen. Ja, wahrscheinlich mein Bester. An der Stelle möchte ich fragen, wie persönlich sind deine Cartoons? Also, wie oft verarbeitest du irgendwas, was dir wirklich passiert ist? Also, ist das auch therapeutisches Zeichnen manchmal? Ich hatte richtig Bock drauf, den zu machen, weil einfach nichts drauf ist auf dem Bild. Und wirklich nur diese Schildkröte und es funktioniert 100%. Und mit Absicht habe ich drumherum alles weggelassen, damit der Fokus komplett auf diesen Zettel ist. Und auch dieses, mein Gott, wie bescheuert ist das eigentlich? Ja. Du musst. Ah ja. Wir sehen den kleinen Künstler draußen an den Mülltonnen neben seinem Nachbarn. Und der Nachbar wirkt etwas erschöpft. Der kleine Künstler sagt: Und schon Angst vor dem nächsten Lockdown? Du hast hier irgendwie so eine kleine Pointe unterschlagen. Oh Gott, ja, stimmt. Auf der Mülltonne, die der kleine Künstler gerade befüllt, steht Fidget Spinner. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nächstes Bild. Der Nachbar, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Wie heißt er? Friedrich Wilhelm. Ich heiße mit Doppelnamen. Ja. Guckt nachdenklich, wir sehen ihn vor der Mülltonne. Er steckt irgendetwas in den Mülleimer hinein. Nee, aber weißt du, was mich fertig macht? Nächstes Bild. Friedrich Wilhelm schließt die Mülltonne und guckt verschwörerisch zum Kleinkünstler hinüber. Meine Kinder haben ein Buchgeschenk gekriegt mit Tieren und Buchstaben. Also auf der ersten Seite steht A wie Affe. Auf der nächsten B wie Bär. Nächstes Bild. Erzählt weiter auf. Dann C wie Clownfisch, D wie Dachs und dann E wie ein Hase. Nächstes Bild. Friedrich Wilhelm regt sich jetzt fürchterlich auf. What the fuck, E wie ein Hase? Gibt es denn keine Qualitätskontrolle mehr in diesem Land, hm? Nächstes Bild. Er rastet komplett aus. Eule, Eichhörnchen, Ente, Emu, Eisbär, Erdmännchen, Esel, Eber, Echse, Elch, Elster, Einsiedler, Krebs, Eichen, Prozessionsspinne und das sind nur die Tiere, die mir spontan einfallen. Der Kleinkünstler antwortet: Elefant. Totale der beiden vor den Mülleimern. Friedrich Wilhelm rächt sich immer mehr auf. Ein verfluchter Elefant, ganz genau. Was ist los mit euch Schriftstellern? Das kann doch nicht euer verdammter Ernst sein. Eh wie ein Hase. Empört geht er davon. Ich fass es nicht. Der Kleinkünstler zurück in der Wohnung beim Känguru. Hattest du schon mal das Gefühl, ungerechterweise kritisiert worden zu sein? Ich werde eigentlich nur ungerechterweise kritisiert. Boah, ist das abfotografiert, was jetzt kommt? Ja, ja. Junge, Junge. Also, es ist ein Meeting, der Börsenkurs geht hart nach unten. Am Tisch sitzen zwei Kollegen, die einen Bären angucken. Er erinnert leicht an eine Figur aus dem Dschungelbuch und der Chef schreit: Nein, wir probieren es nicht mit Gemütlichkeit. Muss man nichts zu sagen, oder? Die Disney-Klage kommt. Hast du schon mal Stress gekriegt mit irgendjemand, den du parodiert hast oder irgendeiner Figur, die du benutzt hast? Oh ja.
Oh ja, aber da kommt ihr nicht drauf. Ich habe mal. Und du darfst es auch nicht erzählen, weil du ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben hast mit den Anwälten von Disney. Gut, dass du es sagst. Deswegen, also ich verklausuliere es jetzt ein bisschen. Ich hatte mal ein Video gemacht, in dem zwei Aliens in einem, die Marke möchte ich nicht näher benennen, aber in einem Fahrzeug, in einem Transportfahrzeug vom explodierenden Planeten wegflüchten. Aber es ist ein Auto. Und das Motiv habe ich als T-Shirt gemacht und dann kam die Anwälte des Fahrzeugherstellers und fand das überhaupt nicht witzig. Obwohl das Logo nur winzig klein auf diesem Fahrzeug drauf ist, damit man es halt erkennt als Bulli. Ja, und dann musste ich das Motiv löschen. Aber mehr war es auch nicht. Also ansonsten, nö. Eigentlich, also Disney zeigt sich relativ kulant, muss ich sagen. Ich habe da bisher noch nichts erlebt. Und ich lasse immer mal wieder auch Disney-Charaktere in den Cartoons auftauchen. Ich glaube, das Geheimnis ist, also wenn jetzt auf meinem Buch eine Mickey Mouse wäre, hier eine neue Cartoon von Ralf Rute und vorne drauf fährt eine Mickey Maus, dann werden die sich schon melden, da kannst du dir sicher sein. Aber wenn jetzt in einem von meinen 2500 Witzbildern Baloo der Bär ist und der sieht auch nicht 100% aus wie Baloo, dann ist das kein Problem. Ich sehe es übrigens genauso, also wenn Leute meine Figuren irgendwo auftauchen lassen, ich finde das immer total schön und sehe es als Hommage und ja, ist doch witzig. Was hast du noch? Ja, ich suche gerade eins. Ich habe nämlich tatsächlich ein Problem mit einer real existierenden Figur. Ist es Elon? Ja, natürlich. Wir sehen die Mars, wie sagt man denn, die Marsstation von Elon Musk und Jeff Bezos. Und es oben drüber steht auch Elon und Jeff on Mars. Also der Beginn der Sitcom Elon und Jeff on Mars. Was steht da auf dem Schild? Ist nicht so wichtig. Mars Colony, Population 2. Wir sehen die beiden in ihrer Marsstation und sie stehen an einem Tisch. Auf dem Tisch befindet sich... Sorry. Elon sagt... Palim Palim. Jeff antwortet: Guten Tag, was darf sein? Nächstes Bild. Die beiden unterhalten sich weiter und hantieren mit den Gegenständen auf dem Tisch. Ich hätte gerne eine Packung Astronautenfutter. Jeff Bezos antwortet: Kunden, die Astronautenfutter kauften, kauften auch Astronautenriegel. Elon Musk ist empört. Das ist bescheuert, ich habe keine Lust mehr, Kaufladen zu spielen. Jeff Bezos lässt den Kopf sinken. Oh Mann, ich vermisse meinen alten Job. Ja, das war auch so eine Reihe, die sich ergeben hat. Das ist jetzt, was wir planen. Wir werden ein Standalone Elon und Jeff Album machen, so im Asterix-Format. Also wie Elon und Jeff auf den Mars kamen. Ja. Und da sind jetzt alle Verlage so... Komisch. Ja. Sie haben, glaube ich, Angst, dass Elon den Verlag dann aufkauft und gegen die Wand fährt. Also das ist ja, glaube ich, was er macht aus Rache. Okay, hier, wir haben ein Flugzeug, einen Geschäftsmann mit einem Laptop. Vor ihm sitzt der Tod. Und der Geschäftsmann sagt: Sie machen Inlandsflüge? Und der Tod sagt: Mein Beitrag zum Klimawandel. Ich weiß nicht, ob er so klingt, der Tod. Ja. Das ist ja ein Thema, das uns beide, glaube ich, umtreibt. Manchmal finde ich das extrem deprimierend. Immer. Ja. Aber manchmal finde ich es noch deprimierender. Und mir hilft es dann, etwas darüber zu schreiben oder eben einen Comic dazu zu machen. Geht es dir auch so? Es ist, also bei euch war es ja, also als Verarbeitungsprozess. Ja, genau. Als ihr den täglichen Comic gemacht habt und das einzige Thema, was es gab, war eben die Pandemie. Da war es, also so ging es mir auch mit neuen Cartoons, es war total schwierig, irgendwas zu machen, was nicht damit zu tun hat, weil die Erlebniswelt war halt so. Du warst zu Hause, du hast vielleicht noch Serien geguckt, du hast irgendwie was gekocht und ansonsten war halt Pandemie. Pandemie, Pandemie, Schmandemie. Und es hörte einfach nicht auf. Naja, und dann versuchst du halt irgendwie das Beste draus zu machen. Und bei Klimawandel ist es auch so, also ich habe jetzt ja, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass wir so ganz bisschen momentan damit zurückgehen, uns zu überinformieren. Weil das Allerwichtigste an Nachrichten bekommen wir sowieso mit. Und ich habe die ungesunde Angewohnheit gehabt, mich zu viel mit Wissenschaft zu beschäftigen und den Menschen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, an welchem Punkt wir sind in der Klimakrise. Und wenn man das macht, ist man gut informiert und schläft wenig. Aber man muss sich dann auch irgendwann fragen, okay, was kann ich jetzt gerade hier ändern und muss ich wirklich immer alles gleich in Echtzeit wissen, was gerade passiert? Und natürlich muss man das als Durchschnittsbürger eben nicht. Und deswegen mache ich dann lieber auch einfach mal einen Gag drüber. Ja, schwarzer Humor hilft halt dabei, Sachen zu verarbeiten und es wird jetzt nicht besser oder schlechter dadurch, dass ich den Cartoon gemacht habe. Aber was mich riesig
gefreut. Ich bekomme immer wieder E-Mails von Leuten, die dann zum Beispiel einen Vortrag machen zu dem Thema oder so und sich total freuen, wenn ich denen sage, ja klar, können sie verwenden, weil die einen Opener haben. Mhm. Ne? Die berichten dann über das Thema mit Fakten und wollen Leute ganz trocken informieren. Und für die ist das natürlich super wertvoll, dass sie dazwischen einfach mal so einen Gag reinschmeißen können. Mhm. Weil die Leute wieder besser nachdenken und offener sind, wenn sie kurz mal gelacht haben. Mhm. Wir sehen einen kleinen niedlichen Eisbären auf einer dahintreibenden Eisscholle. Er hält ein Schild in der Hand, guckt putzig und oben drüber steht der Titel Bernie. Wir schaffen das. Auf dem Schild steht 1,5 Grad. Hätte ich das vorlesen sollen? Ja, ja. Im nächsten Bild, Bernie treibt immer noch auf der Eisscholle, jetzt guckt er aber schon nicht mehr so motiviert. Es ist hoffnungslos. Nächstes Bild. Bernie ist wieder richtig gut drauf auf seiner Eisscholle. Hält das Schild 1,5 Grad hoch. Wir schaffen das. Nächstes Bild. Bernie liegt mit dem Gesicht nach unten auf der Eisscholle. Völlig fertig. Ein Pfeil zeigt auf ihn. Der Bipolarbär. Es ist Hoffnung. Pass auf, es ist auch Industriespionage, dieser Podcast. Das heißt, ich will noch ein paar Tricks hören. Wenn du jetzt vor dem leeren weißen Blatt Papier sitzt und denkst, kommt nichts. Hast du Tricks? Offensichtlich. Hast du Tricks? Das Wichtigste, was ich immer wieder sage, das Wichtigste ist anfangen. Ihr habt Lust zu zeichnen, ihr habt Lust zu schreiben, ihr wisst, ihr könnt gute Dialoge schreiben oder ihr liebt es einfach, Figuren lebendig werden zu lassen, habt aber keine Ahnung von der Geschichte, fangt irgendwo mit dem Banalsten um. Jemand zieht von einer Wohnung in die nächste und entdeckt im Keller eine Schachtel. Und dann kannst du entscheiden, ob daraus ein Horrorfilm wird, weil da irgendeine verfluchte Kristallkugel drin ist oder Liebesbriefe, wo er sich fragt, wer hat die geschrieben? Kann ich die Person finden? Warum sind die nie abgeschickt worden? Oder es kann, keine Ahnung, er kann das Bernsteinzimmer entdecken und es wird so eine Art Indiana Jones in Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß es doch nicht, aber alles ist möglich, wenn du irgendwo erstmal anfängst. Der erste Schritt und dann geht's los. Im Zweifelsfall kann man es immer noch wegwerfen. Das ist meine Frage noch. Wie viele wirfst du weg? Wie viele veröffentlichst du? Okay, ich erzähl's jetzt einmal mal. Ich habe für mein neuestes Buch, da sind 50 neue Cartoons drin. Und keinen davon habe ich mir neu ausgedacht. Tatsächlich habe ich, ich mache es in der Regel so, ich habe ja von dem Prozess erzählt, dass ich mich hinsetze wirklich und mir Witze ausdenke. Ja. Das mache ich wirklich so. Und ich gehe zur Arbeit, ich setze mich hin, ich denke mir Witze aus. Und für 3 Cartoons, die ich wirklich umsetze, denke ich mir meist 5 oder 6 aus. Und da sind halt dann, ne, nach diesem Schulnotensystem, was ich vorhin erzählt habe, sind eben welche bei, die waren jetzt nicht gut genug bewertet oder nur so eine 3- oder vielleicht noch eine 3+. Aber nicht schlecht, das sind keine schlechten Cartoons. Und dann habe ich mich hingesetzt und die versucht besser zu machen. Und das ist mir ganz oft gelungen. Und teilweise habe ich dann mich mit Kollegen dran gesetzt und gesagt, wie sieht's aus, hast du noch eine Idee? Ja, mach doch einfach die Sprechblase weg, dann reicht das doch schon, dann ist der Gag viel besser. Es war wirklich teilweise so einfach. Mhm. Oder ich habe selbst drauf geguckt, ich habe alte Ordner durchgeschaut mit diesen Scribbles und habe auf ein 8 Jahre altes Scribble geguckt und habe gedacht, ja wieso, das ist doch viel witziger, wenn ich das umdrehe. Das darf nicht der Mann zu der Frau sagen, die Frau zu dem Mann. Weil das dann mit einem Mann völlig, völlig andere Bedeutung bekommt. Und schon war es witzig. Also so gibt es eigentlich nicht wirklich Ausschuss, weil man wahrscheinlich aus allem, wie ich gerade gesagt habe, jede Idee kann so banal oder toll sein, wie das, was du draus machst. Apropos KI. Gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Was glaubst du, wie lange haben wir noch? Wann wird die KI einen lustigen Comic zeichnen, wo die Figur nicht 6 Finger hat? Das ist skurril, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also es gibt ja diese faszinierenden Programme, die tolle Bilder auch machen können und in den Details sind die immer richtig scary und anscheinend hat der Computer, ich nenne ihn mal so, der Computer ein Problem damit, 5 Finger an eine Hand zu malen. Es sind ganz oft 6, 7. Der kapiert das Konzept Hand nicht. Ja. Ich habe, also wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist das Video bereits erschienen. Ich arbeite gerade an einem Video meiner Reihe Nachrichten, in dem es genau darum geht, um künstliche Intelligenz und Hände spielen eine große Rolle darin. Ja, aber die Antwort auf die Frage, wie lange haben wir noch? Ich mache mir gar keine Sorgen. Also erstmal, das I in KI steht vermeintlich für Intelligenz, aber es ist ja keine Intelligenz. Mhm. Dieses Programm versucht permanent etwas zu imitieren, was Kreativität künstliche Imitation, und dafür steht es vielleicht. Sehr schön, ja, ja. Genau. Und
das gelingt bis zu einem gewissen Grad. Keine Ahnung, wahrscheinlich kann man auch irgendeine Caption für irgendwelche Insta-Posts damit schreiben. Schreibe, keine Ahnung, über einen schönen Strandtag oder so. Das wird irgendwie noch hingehen, weil das sowieso meist so generischer Bullshit ist. Aber wenn es darum geht, komplexe Zusammenhänge, interessante Figuren, Wendungen in der Geschichte, die dann aber am Ende auch einen Sinn ergeben im Kontext und so ein Payoff, ne, dass man merkt, okay, das passt zu den Figuren, an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Plus, bei Cartoons und Comics kommt ja noch dazu, dass nicht nur diese Idee funktionieren muss, sondern das muss ja auf der Bildebene auch funktionieren. Und selbst ich scheitere ja manchmal daran, exakt das so zu transportieren, was ich da eigentlich vorhatte. Mhm. Also ich behaupte jetzt und hier, das wird eine KI niemals so hinbekommen. Dass das wirklich Comics und Cartoons werden, die in der Form Menschen berühren, zum Lachen bringen, erreichen. Das wird immer was sein, was man angucken kann und zum Staunen findet. Also das sehe ich ja permanent jetzt gerade. Und die Entwicklung ist tatsächlich auch wahnsinnig schnell, dass man so Tanzvideos sieht von irgendwelchen Statuen, die einfach nur ein Foto von einer Statue und ein Tanzvideo von irgendeinem TikToker zusammengefügt. Mit einmal tanzt diese Statue und das ist faszinierend, weil man denkt, das gibt es doch nicht, dass das möglich ist. Aber es ist schlimmer als Pommes essen. Es macht einfach nicht satt. Es ist einfach nur irgendwie so Zeug, was man sich reinstopft. Und es wird niemals den wirklichen, eine tolle Serie, wo sich Leute Gedanken gemacht haben, wo sich Setdesigner überlegt haben, warum, wir haben eben drüber gesprochen, jedes Detail in so einem Witzbild kann von der Pointe ablenken, kann sie besser machen. Und das wird nicht so funktionieren wie etwas, wo sich ein Mensch mit Herz und Seele Gedanken zugemacht hat. Ich mache mir gar keine Sorgen. Darüber nicht. Mein Gast heute, Ralf Rute. Schreiben und Schreddern ist eine Produktion von Radio 1 vom RBB. Idee und Konzeption Marc-Uwe Kling. Soundlayout Kevin Kastens. Redaktion Gabi Beck.